Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14 mit neuer Story. Hilfe aus der Zapferhöhle. Let's go. Würde nur allzu gern glauben, dass sie ihren Häschern entkommen ist und irgendwie den Weg zurück in die Welt gefunden hat. Aber warum? War ihre Präsenz dann zu nicht lange zu spüren. Bringen uns nicht weiter, wir bringen diese, ja, ab nach Garamald. Let's go. Let's go. Oh, wir werden automatisch teleportiert, auch schön. So, da wären wir. Aber wo ist das Begrüßungskomitee? Hallo, meine Freunde. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, Alfinaut. Die Zwillinge. Das kann man wohl sagen. Ich hatte schon Sorge, dass euch die Kälte auf Dauer zusetzen würde. Pistola hat ein neues Gewand. Sie hat ein neues Gewand Ganz an. und gar nicht. Wir haben uns gut an das Klima gewöhnt. Schön. Und ihr wart wirklich die ganze Zeit über hier, um den Leuten zu helfen. Ja, auch ohne die Katastrophe der letzten Tage ist das Leben hier draußen hart und unerbittlich. Die Galear haben ihren Kaiser und eine gut funktionierende Gesellschaft verloren. Das rüttelt an den Grundfesten ihres Selbstbewusstseins. Aber jeder tut etwas, um die Situation zu verbessern. Und wir helfen natürlich so gut wir nur können. Natürlich gibt es auch Galear, die uns gegenüber misstrauisch sind. Aber mehr und mehr nehmen unsere Hilfe an. Ihr seid die Besten. Andere war wieder so negativ. So sarkastisch. Danke, du weißt ja. Solange man zusammenhält, kommt man auch weiter. Über das Ilsabad-Korps erreichen uns Hilfsgüter aus allen Ecken und Enden der Welt. Dank dieser Unterstützung konnten wir den Kopf über Wasser halten. Julus hat erreicht, dass sich Teile der ehemaligen galäischen Streitkräfte an dem Aufbau des Landes beteiligen. Der Kreis der willigen Helfer wird immer größer. Der Weg ist noch lang, aber wir kommen Schritt für Schritt voran. Aber was macht ihr eigentlich hier? Ein neues Gesicht ist ja auch dabei. Das ist schnell erzählt. Die Story hätte ich jetzt aber gern gehört. Bist du vom Rande des Universums zurückgekehrt, da zieht es dich schon wieder in eine Splitterwelt? Und dann noch die 13. Gönnst du dir denn nie eine Ruhepause? Was soll man machen? Sie ist eben Abenteurerin. Ich weiß, aber es wäre doch schön gewesen, davon zu wissen. Vielleicht hätten wir ja helfen können. Stattdessen darf Raha den Boden des Myriadenmeers erkunden. Schon gut. Ich weiß ja, dass du es nur gut meinst. Voll angepisst. So, so. Du warst also eine von Zenos gesteuerte Nichtsgesandte. Naja, wenn Ishtola meint, dass wir dir vertrauen können. Ich verstehe, dass du misstrauisch bist. Aber setze mich nicht mit Zenos gleich. Wenn ich nur daran denke, wie er mich kontrolliert hat, beginnt mein Blut zu kochen. Hm.
wir werden schon irgendwie Freunde werden. Entschuldigt, aber ich möchte euch etwas fragen. Ich habe im Norden von Ilsabad, also Gengale malt, etwas gespürt. Die Präsenz meiner Schwester Ashtaria. Habt ihr hier irgendetwas bemerkt, das damit zusammenhängen könnte? Moin, Dragon Battle. Wie geht's dir? Ein Hinweis auf einen Drachen, der eigentlich in der 13. Splitterwelt sein sollte. Ja, da war etwas. Vor ein paar Tagen sind hier Nichtsgesandte erschienen. Keine der Niederen. Sie waren stark und nicht gerade wenige. Ja, ich kann mich echt nicht beklagen. Alles gut momentan. Hast du irgendeine Ahnung, wer sie befehligt oder gerufen haben könnte? Julus hat uns erzählt, dass im alten Galemalt Versuche unternommen wurden, die Nichtsgesandten zu kontrollieren. Bin mal gespannt, wie viel Main-Story-Quests jetzt der neue Patch hat. Dir sollte das bekannt vorkommen. Jetzt aber ist die Technik hier weitestgehend verloren gegangen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich doch irgendwie irgendjemand dieses Wissen angeeignet hat und über die Macht verfügt, Nichtsgesandte zu kontrollieren. Ja, aber hochrangige Nichtswesen und dazu noch ein hoher Drache. Das ist keine geringe Leistung. Jedenfalls ist es kein Werk, das man einfach so vollbringt. Sie könnten zwar auch durch einen natürlichen Riss gekommen sein. Und es ist durchaus denkbar, dass der Turm von Babel, als er seine Unmengen an Äther aufnahm, solch einen Riss erweiterte. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Also können wir davon ausgehen, dass jemand ein Portal geöffnet hat? Wir haben uns auch gefragt, woher genau die Nichtsgesandten kommen und glauben, dass sie von den Bergen im Osten herabgestiegen sind. Ja, dann, let's go. Dann sollten wir uns sofort dort umsehen. Bestimmt finden wir ein Nichtsportal oder dessen Überreste. Allerdings kommt man in den verschneiten Bergen zu Fuß nicht weit. Außerdem toben dort unberechenbare Winde, die Suche per Luftschiff zu einem gefährlichen Wagnis machen. Insgesamt 5 Stunden, also generell 5 Stunden oder heute? Das Suchgebiet nicht irgendwie eingrenzen? Darüber habe ich auch nachgedacht. Einen Anhaltspunkt gibt es. Ein abgelegenes Dorf, tief in den Bergen. Man sagt, dass diejenigen mit der Gabe, die Nichtswesen zu kontrollieren, einst dort lebten. Warum sagst du das nicht gleich? Dann brauchen wir nur noch ein Fortbewegungsmittel. Und ich weiß auch schon, wer uns da weiterhelfen könnte. Julus in Camp Splitterglas. Auf zum Camp Splitterglas. Das ist halt das Problem. Wenn man morgens spielt, dann kriegt man fast keine Raid-Gruppe zusammen. Das ist halt das Thema, wenn man morgens spielt. So, Splitterglas, wo müssen wir hin? Julius. Auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Nicht vertont. Nee, nee, nee.
Das Dorf der Schnitter. Okay. Wen sehen meine Augen denn da? Ein Schatten ist gespawnt. Guten Morgen, mein Guter. Also, sie hätten sich ruhig mal die Mühe machen können, das hier zu vertonen. Alles klar, Dragon Battle. Danke, danke dir. Und ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Ja, ich will auch Schneemobil fahren. Ich bin so riesengroß gegenüber Alfino, ne? Ich muss immer hochgucken, wenn er mit mir redet. Der Unterschied ist schon krass. Der Unterschied ist schon krass. So, wo müssen wir hin? Gar nicht weit von hier. Du wolltest mich etwas fragen? Warum helft ihr bei dem Aufbau von Galemalt? Ah, endlich wieder betont. Welchen Nutzen zieht ihr daraus, den Schwachen zu helfen? Nutzen? Niemand befiehlt es dir. Niemand kontrolliert dich. Warum nimmst du dann freiwillig diese Mühen auf dich? Ich hatte mir schon gedacht, dass du sowas fragst. Ich habe mich einfach dazu entschieden. Ich will mein Bestes geben. Das ist keine Antwort. Zero ist cool. Dafür, wenn du diesen Leuten hilfst. Ich mag Zero. Du verstehst mich nicht. Ich erfülle mir einen Wunsch, wenn ich mein Bestes gebe. Und wenn es jemandem hilft, dann umso besser. War das alles? Dann lass uns weitergehen. In welchem Splitter waren wir bei dem ganzen Licht? War das der 11.? Sein Bestes zu geben, auch wenn es keinen direkten Nutzen hat. Ist es das, was diese Welt bewegt? Ja.
Das ist die Erde. Wie war denn das? Der 11. Splitter war der, den wir gerettet haben, ne? Der 12. Splitter, der ist dann. Ist der 12. Irgendein Splitter ist doch geplatzt. Ich glaube, der 12. Und wir befinden uns jetzt in der Leere im 13. Oh, alles gefährliches Halbwissen. Die Höhle hier kennen wir doch. Der erste Splitter. Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Aber es ist krass, was die sich für Tore aufgemacht haben. Dass man noch andere Splitter. Also wie viel Splitter man quasi noch einbauen kann in der Story, ne? Wird nur interessant sein, was da an Sachen sind. Also wir haben jetzt einmal Licht. Jetzt haben wir Dunkelheit. Also nichts. Gespannt, was die anderen Splitter alle so haben. Auf geht's, zurück zu Alfinaut. Kein Meter gehe ich, kein Schritt. Wird direkt teleportiert. Weil wir sind faul. Wir gehen nur das, was wir gehen müssen. Ah, Detektive sind wieder am Werk. Let's go. Endlich wieder kämpfen. Och nö, warum? Ich will mitgehen. Jetzt muss ich wieder Handlanger vom Alfino sein. So, Hilfe aus der Zapferhöhle. Das war schon Quest Nummer 2, ne?